Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Spyro Riptos Rage aus der Reignited Trilogy. Ich habe eben gerade schon mal aufgenommen. Ich bin allerdings nur bis zur ersten Sequenz gekommen und habe ich gesehen, oh scheiße, du nimmst gar nicht auf. Deswegen steht jetzt hier schon 0% Glimmer. Und ich hoffe einfach mal, dass die Sequenz jetzt trotzdem nochmal kommt. Ich muss das jetzt nochmal alles zusammenbekommen, was ich vorhin gesagt habe. Es war nicht viel, aber Spyro 2, Riptos Rage bzw. Gateway to Glimmer ist mein persönlicher Lieblingsteil der Reihe. Und ich hoffe, dass er das auch bleiben wird. Also, was heißt hoffe, das sind alles drei tolle Spiele, aber Spyro 2 war halt damals so mein Lieblingsteil. Und wäre auch schön, wenn er das jetzt noch bleiben würde. Allerdings hat Spyro the Dragon, der erste Teil, die Latte schon ziemlich hochgelegt. Und mal gucken, ob Spyro 2 das geschlagen bekommt. Hört es jemals auf zu regnen? Ich habe vergessen, wie die Sonne aussieht. Wir sollten in Urlaub fahren. Ins Warme. In die Sonne. Drachenufer. Yeah! Da war ich nicht mehr, seit wir Nasty Nog besiegt haben. Wie sieht's aus, Bugs? Hast du Lust auf einen Strandurlaub? Der letzte ist ein Nog. Funktioniert es, Professor? Beinahe. Nur noch ein paar Änderungen an den Kugeln und... Vielleicht ist das keine so gute Idee. Ein Drache hier könnte Riptor noch wütender machen. Ganz ruhig, Jäger. Und hör auf zu zappeln. Denk an das Buch des Professors. Sie haben Krallen, riesige Zähne und sie können Feuer spucken. Die klingen viel gefährlicher als Ripto. Genau darum geht es doch. Ein Drache ist unsere einzige Chance gegen Ripto, das weißt du. Es klappt, es klappt. Ich habe einen Drachen. Wow, harte Landung. Hi, wo geht's zum Strand? Hey, guckt nicht so. Habt ihr etwa noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Hast du ein Problem damit, Kätzchen? Sieh an! Jemand hat vergessen, mich auch einzuladen. Wollt ihr etwas vor mir verbergen? Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avada geholt? Ich hasse Drachen! Rush, auf ihn! Auf ihn! Gott, du Idiot! Das war mein Zepter! Wir sprechen uns später! Wer war das denn? Das war Riptor. Und wir müssen ihn loswerden. Er macht uns hier jede Menge Ärger, aber ich habe keine Zeit zum Erklären. Hier, nimm das magische Buch über Avala. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Erstmal muss ich Ripto folgen und sehen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommer bald, okay? Hey, immer langsam! Wieso passiert uns sowas nur ständig, Kumpel? Also die Charaktere sehen schon mal... Wow. Das war ein ganz schön harter Anfang hier. Die Charaktere sehen irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, muss ich sagen. Vor allem Elora. Wenn ich Elora sehe,
muss ich an die Tuse denken von Planet der Affen. Vom Gesicht her, also diese Nase und dann das Stück unter der Nase zwischen Nase und Mund, irgendwie, das sieht so nach Planet der Affen aus. Und dann auch noch die Haare dazu. Es ist einfach dieser Charakter vom Planet der Affen. So, was hat denn unser Mäuschen hier zu? Willkommen in Glamour, Spyro. Leider ist gerade eine Echsenmeute aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine klaut. Kannst du sie aufhalten? Stimmt, kann ich das. Okay. Ah, der Boden sieht ja auch schön aus. Ich glaube, das war vorher sonst nur Rasen. Wiese-Rasen. Ach stimmt, hier gibt es ja jetzt keine Edelsteine mehr dafür, wenn wir jemanden töten. Sondern diese Energie-Dinger, die die loslassen. Das ist ja nackig. So wie ich das Spiel jetzt kenne, also so wie ich den ersten Teil jetzt kenne, gibt es da unten bestimmt eine Trophäe. Ich habe mir auch wieder nicht die Trophäen angeguckt, das heißt, wir werden die übrigen am Ende holen. Das mag ich, das gefällt mir, den möchte ich gerne haben, so wie er da ist. Also diesen Edelstein da. So, hier haben wir noch Marienkäferchen. Was tut es? Musik ist auf jeden Fall gut. Also die Musik gefällt mir jetzt gerade im Moment gut. In diesem Level ist gut. So. Da liegt noch ein Zweier. Zwei Zweier sogar. Dann gehen wir mal hier runter und holen uns vielleicht sogar schon die erste Trophäe. Ne, gibt keine. Also die standen so schön in der Reihe hier. Aber das ist jetzt natürlich interessant, ob man das Level wie damals noch so schnell fertig machen konnte, ohne dass man die Klettermöglichkeit hat. Das wäre jetzt natürlich interessant. Hi Spyro, ich bin eine Freundin von Elora. Sie hat mich gebeten, dir zu helfen. Wann immer du mich findest, merke ich mir deine Fortschritte. So etwa. Dieser Funke heißt, dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Bis später. Das haben sie aber umgenannt. Da hat sie nämlich gesagt, irgendwie Sepp bedeutet. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob Sepp genau war, aber... Oder Zapp. Zapp bedeutet. Oh. Die Höhle sieht so geil aus, ne? Ich habe gerade richtig Gänsehaut. Vor allem, weil die auch so dunkel ist und dann... Die Edelsteine leuchten halt aber. Und die ganzen anderen Edelsteine, die aus den Steinen rauskommen. Wow. Ah, das Geldsack. Super. Werden wir direkt schon mal ein bisschen aschenlos. So, erzähl mal. Wir Edelsteinhauer sind etwas zu klein, um auf diese Leitern zu klettern. Du wohl auch. Besuche mich in Glimmer, wenn du klettern gelernt hast. Besuche mich in Glimmer. Wir sind in Glimmer. Hättest du auch sagen können, besuch mich hier. Oder komm noch mal zurück, wenn du klettern kannst. Punkt, Punkt, Punkt. Und hier sind die... Hier sind sie auch lila. Und ich meine, ich hätte im ersten Teil mal einen lilanen gesehen. Und habe mich dann gewundert, warum die alle blau sind. Vielleicht war es aber auch wirklich nur... vielleicht war es wirklich auch... Die 25er, den ich da eingesammelt habe. Und ich habe nur die 5 da rausspringen sehen. Das kann natürlich auch sehr sein. So. Wie viel will er denn haben? Ich glaube 100, ne? Ah, du musst der Drache sein, von dem alle reden. Tja, Drache hin oder her. Die Brücke zu öffnen, wird dich leider etwas kosten.
Das macht 100 Edelsteine, wenn du rüber willst. Ja, ne? Danke, werter Drache. Spyro, richtig? Ab sofort kannst du die Brücke jederzeit benutzen. Kostenlos. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn du noch mehr Edelsteine hast. Natürlich. Wenn du Aktion drückst, kannst du dich umsehen. Probiere es doch gleich einmal in dieser Höhle aus. Na gut. Ja, die Lampen sehen auch schön aus, ne? Hier. So. Ah, das Rollen ist noch drinne geblieben. Das ist ja cool. Das ist ja cool. So, dann würde ich sagen, holen wir uns mal unseren ersten Talisman. Danke für deine Hilfe im Kampf gegen die Echsen, Spyro. Bitte nimm diesen Talisman von Glimmer als Dankeschön an. Ich hab ihn ein bisschen abgewürgt, tut mir leid. Oh, er hat sich gefreut, wie süß. Das magische Portal neben mir bringt dich in den Sommerwald, eine der Heimatwelten von Avala. Wie das sich aufgebaut hat, das war auch mega cool. Ich glaube, im Original ist das einfach nur aus dem Boden so rausgefahren. Und hier ist es, hat sich so aufgebaut. Das war auch. Das gefällt mir. Boah. Das sieht ja mega cool aus. Das sieht so richtig aus, so hier kriegst du eine Fähigkeit. Auch wenn dieser Flügel nicht da drinnen wäre, also das ist irgendwas Wertvolles so. Ich denke jedes Mal, ich krieg noch einen Edelstein von denen, ne? Schlimm ist es. So. Hier sehen die Lampen übrigens auch anders aus als in der Höhle. In der Höhle waren die irgendwie mehr geschützt, sag ich mal. Und hier sind sie ja offen halt, ne? Ach, guck mal, und da ist dann. Ah nee, ich dachte, das wäre da in der Wand drin, aber. Das heißt, glaube ich, ja, ich habe eine Aufgabe für dich. Na gut. Diese Echsen haben alle meine Edelsteine gefressen. Ich wollte sie mit Steinen verjagen, aber sie sind zu schnell für mich. Du kannst es gern mit einem meiner Steine versuchen. Wenn du Fragen hast, frag mich einfach. Okay. Triff die kleinen Echsen mit Steinen, sprich mit Bouncer, um weitere Hinweise zu halten. Schwierigkeit 1 Stern. Guter Schuss! Folgt mir zur nächsten Echse! Ja, lauf du mal. Ich muss jetzt erstmal. Ah, hier sieht man auch, wo die rausgeschlüpft sind. Wir können auch endlich das machen. Das ist sehr gut. Quatschen wir erstmal mit ihmchen. Das Superflug Power-Up ist aktiv und du kannst unsere Edelsteinlampen entzünden. Spuck schnell Feuer auf alle kleinen Lampen, dann entzündet sich die große. Das Power-Up gibt dir genug Magie, um für kurze Zeit zu fliegen. Geh durch die Pyramiden, um das Superflug Power-Up auszulösen. Zünde die Edelsteinlampen mit deiner Flamme an. Zünde schnell alle an. Wieder ein Stern. Na gut, dann machen wir das mal. Also es könnte von der Länge, die das hat, auf jeden Fall bis rein reichen. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass es abgebrochen wird. Dass es abgebrochen wird, wenn wir das Gebäude da betreten. Das könnte ich mir natürlich Danke jetzt auch noch für vorstellen. Deine Hilfe bei den Lampen, Spyro. Eine Fee hat mir diese Kugel gegeben. Aber Edelsteine mag ich lieber. Nimm du sie. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt alle eure Edelsteine eingesammelt habe. Die Kugel sieht auch toll aus. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Und wenn wir hier dann alles eingesammelt haben, dann werde ich
Genau, nach innen fliegen. Du kannst sehr weit spucken, Spyro. Versuch mal, bis zur Echse zu spucken. Wie er sich freut. Ich muss jetzt hier erstmal alles einsammeln, dann komme ich zu dir runter, mein Freund. So, hier haben wir alles. Ich dachte gerade, der Marienkäfer wäre. Du musst zielen, um diese Echse da oben zu treffen. Drück Aktion zum Zielen und dann Angriff zum Spucken. Ich dachte, der rote Marienkäfer wäre. Ich dachte, der rote Marienkäfer wäre ein roter Edelstein gewesen. So, jetzt mal gucken, ob das noch funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall noch. Das wäre sehr schön. Und vielleicht dachte er auch, du darfst eigentlich noch gar nicht hier oben sein. Nö, 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 nö. Ich möchte gerne dieses Level zu 100% abschließen. Ich bin so ein Held, ne? Gut, dann fliegen wir halt mal in den Sommerwald. Ich drehe direkt wieder rum und gehe wieder rein. Spyro, was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Pound, Dobby. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Edelsteinhauer in Glimmer? Ja, sie haben mir ein Souvenir gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dir einen Talisman? Ist das was Besonderes? Ich habe ihn einfach in dein Handbuch gesteckt. Also, es gibt 14 Talismanen in Avala und sie sind alle magisch. Wenn du genug davon sammelst, kann man damit Ripto besiegen. Jäger, wo warst du denn? Ich hatte mich verirrt. Spyro hilft uns, die Talismane zu sammeln. Ach ja? Ach ja? Spyro, schau, du kannst jetzt auf keinen Fall zum Drachenufer. Ripto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst zu den Welten von Avala und die Bewohner dazu bringen, dir ihre Talismane zu geben. Bewahr sie im Handbuch auf. Hey, das kann ich auch. Wieso grillt der Drache Ripto nicht einfach? Jäger, du findest ja nicht mal deine Laufschuhe. Wie sollen wir dir 14 Talismane anvertrauen? Falls du Kugeln finden solltest, die sind auch wichtig. Aber das erkläre ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, trete Ripto in den Hintern und bis Mittag bin ich dann am Drachenufer. Oh, die Musik. Aber wir müssen zurück nach Glimmer. Weil wir da was noch holen müssen. Ja, ist okay. Haben wir schon mal gehört. Also Alzheimer oder so. Ich weiß nicht, wie viele wir für das Tor brauchen. 10? Dann müssen wir nochmal die Echsen abschießen. Wie viel haben wir jetzt? 10. Ja, ist da. Sehr schön. Das Superflug. Ja, ist okay, kleiner Mann. Nee, das machen wir nochmal. Thank you.
Nee, nochmal. Das muss hier perfekt sein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich eben durch diesen Flur da gerannt bin. Danke für dein. Boah, Junge! Ob ich durch den Flur. Ist okay, kleiner Mann. Ob wir durch den Flur rennen müssen. Ich weiß, dass wir durch den Flur rennen müssen, aber ich weiß nicht, wie ich das eben gerade gemacht habe. Guck mal, die haben wir eben gar nicht gesehen, weil die olle Sequenz dazwischen war. Das fängt ja super an. Warum steht das Tor da so komisch? Ich schneid euch mal ran, ne? So, wir sind da. Das hat noch funktioniert. Tatsächlich. Hey, toll! Du hast das Superflug-Power-Up aktiviert! Jetzt kannst du die Lampen in dieser Höhle entzünden! 2 Sterne. So, jetzt möchte ich aber erstmal. Ach stimmt, die sind ja noch da hinten, die sind ja auch noch Edelsteine. Das hat nicht funktioniert. Okay, nochmal. Ich muss halt immer auf Nummer sicher gehen. Dass ich das so hinkrieg. Normalerweise gehen die ja wieder aus, oder nicht? Danke für deine Hilfe beim Entzünden der Lampen, Spyro. Ich dachte schon, wir müssten das Baseballspiel heute Abend absagen. Hier, jemand hat diese Kugel unter die Bälle gemischt. Das Problem war halt, wenn ich nicht rechtzeitig wieder hier bin, dann muss ich wieder von außen hier hinfliegen. Weil ich kann ja noch nicht klettern, ne? So. Dann holen wir hier hoffentlich die restlichen Edelsteine. Das sieht gut aus. Yay. Okay, dann müssen wir jetzt wieder zu diesem Typen hier hinten. Da. Diese Echsen haben alle meine Edelsteine gefressen. Ich wollte sie mit Steinen verjagen, aber sie sind zu schnell für mich. Hatten wir ja schon gehört. So. stimmt, hier oben war der. Du kannst. Ja, genau. Wenn man zu voreilig ist, dann, ne? Die fliegen meines Erachtens auch besser als im Original. Also die fliegen weiter. Nimm einen Stein. Nein, ist okay, ist okay. Ich muss mal. Moment. Optionen. Steuerung.
Kann man das nicht umkehren? Was ist hier eigentlich der... Ah. Ich bin gerade nur am Vergleichen. Flammengriff, Kamera im Rücken. Ich glaube, ich mache das dann so. Kamera nach links drehen. Ich glaube, das ist so ganz gut. So. Was ist das? Wir können leider nicht das umdrehen. Genau, dynamische Musik, nicht dramatische Musik. was wollte ich denn noch machen? Kamera, genau. Ach, hier. So. Achso, das ist noch übernommen worden, das ist schön. Hat er es jetzt so übernommen? Ja. So ist, glaube ich, besser. Ach genau, wir sollen jetzt weiter Putzis abschießen. Wo ist er denn? Ach, da unten steht er. Wir haben übrigens auch alle unterschiedliche Helmfarben, ne? Nimm einen Stein mit deinem Maul auf in... Ja. Ich dachte, ich habe den nicht gesehen, dass der da liegt. Ja, ist doch draußen. So, dann haben wir jetzt hier oben unseren letzten auf dem Dach. Oh, das war tatsächlich zu hoch. So, voll ins Face. Ja, du hast meine Edelsteine vor den Echsen gerettet. Hier, nimm diese Kugel. Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die kleine Tröte bekommen. Schade. Ich habe auf einen gewartet. Na gut, dann sind wir jetzt auch endlich mal mit diesem Level hier fertig. Und ich schneide euch auch einfach mal die Ladezeit raus. Und jetzt sind wir endlich im Sommerwald. Und wir können jetzt endlich... Waren hier zwei Leben? Und können jetzt hier endlich mal anfangen einzusammeln. Ach, Sparks. Was soll das? Ich bin auch mal gespannt, wie das unter Wasser aussieht mit Spyro. Da ist Elora.